Oder so. Also, ich bin froh, dass so eine Bewegung sich hier in Gang gesetzt hat. Ich selber gehöre zu den Gewinnern des Systems. Ich habe Firmen aufgebaut mit hunderten Mitarbeitern. Ich habe selber Börsengänge durchgeführt. Ich profitiere von diesem System, aber ich kann für dieses System keinen Tag länger stehen. Wenn mir einer das an Weihnachten gesagt hätte, was wir hier heute sehen, hätte ich es nicht für möglich gehalten. Und es berührt mich derartig emotional. Und meine ganze Verwandtschaft, meine ganze Familie, niemand hätte für möglich gehalten, dass ich mich für solche Themen interessiere. Ich war komplett im Mainstream. Meine Kinder sind durchgeimpft, ich bin durchgeimpft. Wir sind bis Anfang des Jahres hätte ich nie irgendwie mal rechts oder links von der Politik geguckt. Das System war einfach in Ordnung. Aber es ist derartig offensichtlich, was hier passiert, dass selbst der Blindeste das merkt. Aber es gibt so viele, und ich habe mit jungen Leuten gesprochen in den letzten Tagen, die haben kein Verständnis für das, was da passiert. Die merken es nicht mal. Und wie kriegt man diese Leute aufgeklärt, damit die Sichtweise klar wird? Ich glaube, eins ist klar. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf. Man muss sich Telegram installieren, und ich glaube, danach weiß man mehr. Ne? Und ich glaube, die Aufgabe ist es von uns allen, weil wir merken doch, wir können die Menschen nicht in 10 Minuten oder einer Viertelstunde im Gespräch überzeugen. Selbst die nächsten Verwandten, die Freunde, die halten einen alle für verrückt. Das habt ihr alle gemerkt. Und es bringt auch nichts, zu Hause zu sitzen und noch das 200. oder 2000. oder 2 millionste Video zu produzieren oder die Dateien zusammenzustellen. Der Content ist reichlich vorhanden. Dieser Content muss sich aber verteilen, und zwar an eine breite Masse, die wir nicht in persönlichen Gesprächen in 10 oder 15 Minuten an andere transportieren können, sondern jeder von uns hat ja auch einen Prozess durchlaufen, der lange gedauert hat, bis er durchgesickert war. Bei mir hat dieser Prozess auch 6, 8 Wochen gedauert. Am Anfang hat jeder, der mir erste Informationen gegeben hat, von mir gehört, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Und dann habe ich gegoogelt, weil es Mitarbeiter waren, die mich aufmerksam gemacht haben, gesagt, du musst dir das mal anschauen. Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass das stimmt, was sie sagen. Und dann erst bin ich aufgewacht. Das heißt, meine Aufforderung an die Masse und mein Wunsch wäre, zieht die Leute in die Kanäle rein, aus denen ihr euch informiert. Sagt, ich kann von dir nicht verlangen, dass du meine Meinung annimmst, aber ich würde mir wünschen, dass du die 5 Minuten investierst oder die 3, dir Telegram zu installieren und einen Kanal aufzumachen. Das muss jeder Freund im Rahmen eines Freundschaftsdienstes machen. Und danach passiert der ganze Rest von alleine. Und im Prinzip kann man, glaube ich, die Botschaft auf 2 Dinge reduzieren. Es geht zum einen darum, dass wir keinen Impfzwang wollen. Die Politik hat gesehen, wie viele jetzt am Wochenende auf die Straße gehen. Der Kanzleramtschef Helge Braun hat heute Nacht noch oder gestern verlautbart, dass es keine Impfpflicht geben wird. Das wissen wir auch, dass es keine Impfpflicht gibt. Aber wir wissen alle, dass es einen Impfzwang geben wird. Ja. Denn wer doch frei reisen will, wer sich frei bewegen will, wer eine Maske absetzen will, wer auf mehr als 1,50 an jemand ran will, der muss in Zukunft seine Immunität nachweisen oder seine Impfung. Natürlich ist das Gesetz jetzt nicht verabschiedet worden, aber man kann auf die Seite der EU gehen. Dort findet man die komplette Spezifikation für den Immunitätsausweis, für die gesamten IT-Systeme, und das ist seit 2018 geplant. Das ist ohnehin kaum noch zu stoppen. Und das kann nur durch massiven Protest gestoppt werden, damit auch die Regierung in der EU ihren Einfluss geltend macht, dass wir das nicht wollen. Und ich möchte jetzt hier gar nicht reden, das ist gar nicht meine Sache. Ich bin jemand, der gerne macht und nicht viel labert. Und aus dem Grunde würde ich mich natürlich freuen, wenn andere hier vielleicht auch noch ihre Stimme erheben. Menschen, die mitten aus dem Volk kommen und zum positiven Teil der Gesellschaft gehören und hier nicht diejenigen sind, die für 45 Euro pro Tag hier Kontra geben. Ja. Von meiner Seite auch der Wunsch,
Ich hoffe, dass wir hier jede Woche mehr werden und ich hoffe, dass es vielleicht nachher noch so einen eindrucksvollen Spaziergang durch die Stadt gibt, wie es den letzte Woche gab. Den habe ich im Video gesehen, der hat mich massiv beeindruckt. Ich war letzte Woche in Stuttgart und da habe ich verstanden, was passiert. Danke. Tschüss.